Nämlich diese Illusionshoffnungen, die sich alle Weisheitsschulen machten, irgendwo hinter den Bühnenvorhang, der tatsächlichen, der wirklichen Erkenntnis schauen zu können, irgendwann einmal nach Jahrzehnten konzentriertester Meditation zum Beispiel. Wobei doch auch hier der Trick darin besteht, dass es da nur diese Oberflächlichkeit gibt, diese Oberfläche, die genauso konstituiert ist. Nämlich einerseits eine Oberfläche zu sein, die keine ist und in der dennoch alles bereits enthalten ist. Flach eben und doch komplexhaft. Kein dahinter, kein davor. Und mit den gleichen Paradoxien ausgestattet, dass es da keine Erkenntnis gibt, die unter eine Oberfläche zu schauen vermöchte, die keine Oberfläche, die kein darunter hat, wiederum ein Erkennen des Nichterkennens, wiederum das Beschauen eines Nicht-Dahinter, sondern das Zusammenfallen von Erkennen und Nichterkennen oder des Erkennens, dieses Nicht-Erkennens, eines Erkennen-Könnens, das Satori, das Aufwachenserlebnis ist immer dann für die Zen-Stoiker erreicht, wenn sie in der Oberflächlichkeit angelangt sind, im zeitlosen und raumlosen Dies, hier und jetzt, ohne noch ein Dahinter verlangen zu wollen, ohne noch ein Leben jenseits des Lebens oder ein Tod jenseits des Lebens oder eine Zukunft oder Vergangenheit jenseits dieses diesseitigen Jetzt, einer nicht trügenden Oberfläche, von der der Kanal für wenige, für die wenigsten spricht, aber ich glaube, in einem anderen Zusammenhang das gemeint worden ist.